38. Scheiße, Mann. Fakten seriös präsentiert. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 336. Heute mit Peter, Jonathan und mir, wobei Jonathan uns bald verlassen muss, aber macht ja nichts. Schön, dass ihr da seid. Nein! Hallo! Hallihallo! Bald ist ja, das dauert ja noch ein bisschen, ne? Ja, also ich meine, der heute, ne, der geht einfach. Ist nicht so, der kam jetzt anders rüber. Bei der Videoversion sieht man sehr gut, wie Jonathan nachdenkt. Ich denke hart nach gerade, ja. Von wem ist denn? Ah, das ist Sebastian. Scheiße, Sepp oder so. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da war noch so ein Kringel über Jays Stirn. Ja, geil. Peter, du bist jetzt in der Minderheit. Inwiefern? Du gehörst nicht zu den verheirateten Personen hier im Podcast. Das stimmt allerdings. Jonathan hat geheiratet und war danach eine Woche stimmt, weg. Oh, stimmt, der war ja weg. Ja, Jay, ja. Dann. Herzlich willkommen zurück. Wie hast du eigentlich deine eigene Hochzeit wahrgenommen? Das habe ich auch schon immer wieder gesagt, als gefragt wurde, wie ich denn die Hochzeit fand. Ich hätte sie wirklich gerne als Außenstehender wahrgenommen, weil ich fand, das war die beste Hochzeit, auf der ich bislang war. Aber das kann ich natürlich halt schlecht sagen, weil ich halt der Bräutigam war. Jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt eine komplett subjektive Herangehensweise? Also vom allem so. Ich fand die Location mega geil. Ich fand das Essen lecker. Ich fand das Trinken war super. Also ich war da echt mit zufrieden. Ja gut, das hast du ja auch selber ausgesucht, ne? Also ja, das okay. Ist ja schon mal gut. Ja, man hätte natürlich noch sagen können, man macht noch Cocktails oder sowas, um das nochmal komplett abzurunden. Aber mir hat beispielsweise da auch der Wein komplett gereicht, um komplett Strulle zu sein. Also DJ war nice. Cookie hat geschrieben, eine Hochzeit war mega, danke für die Einladung. Ja, gerne. Gar kein Problem. Ja, als Außenstehender, war die Hochzeit auch super, aber ich mag auch die meisten Hochzeiten, ehrlicherweise, weil das Hochzeiten stimmt. Immer geil sind, weil alle Hochzeiten haben irgendwie Bock, es gibt was zu feiern, jeder freut sich, jeder hat Bock zu essen und zu saufen. Und was ich bei euch ganz besonders mochte, ist, dass es diese Terrasse gab. Oh ja, die da haben wir uns direkt drin verliebt. Oder Balkon, Balkon. Die korrektere Variante. Ja. Also die Location war auch super. Ich war kurz ein bisschen angestrengt, als ich dann da hochgestapft bin, weil man musste ja da schon so einen Berg besteigen. Ja, das war auf der Burg Gleiberg haben wir geheiratet, falls euch das interessiert, lieber Chat. Ja, oder musst du mal 5 Minuten da hochlaufen. Ja, genau. Man musste, das war quasi. Du hättest aber auch Nähe da oben waren Parkplätze, du hättest auch hochfahren können. Ja, genau, hatte ich auch damals geschrieben. Es kann aber auch sein, dass der logischerweise da voll ist, ne? Also ja, klar. Halt wenig. Fährst halt wieder runter und musst trotzdem hochlaufen, aber dann hast du zumindest versucht. Ja. Ja, wir hatten direkt auch am Fuße ja das Hotel, wo wir da dann geparkt hatten. Ja. Sonst hättest du ja dann am nächsten Tag deine Koffer hochtragen müssen. War mega so geil. Wir haben da erst standesamtlich geheiratet quasi. Du konntest, hattest da einen richtig geilen Ausblick, wo die Standesbeamtin, ich wurde getraut von einer Bürgermeisterin, ja, vom Biebertal. Bürgermeisterin vom Biebertal? Die Bürgermeisterin vom Biebertal hat mich getraut, ja. Okay, Biebertal. Ja, die Sache ist, du hattest, wir wurden ja in Wettenberg theoretisch getraut, da war das Problem, dass die wie heißt denn das? Nicht Trauzeugin, das heißt ja nicht Trauzeugin. Scheiße, wie heißt denn Traubeamtin? Die auf jeden Fall die Trauung durchführt, die hat 2 Tage vor Corona bekommen. Standesbeamtin, genau, die hat zwei Tage vorher Corona gekriegt. Dann fiel die aus. Zusätzlich haben da auch noch 2 Leute Urlaub gehabt, weswegen dann quasi das irgendwer außer Landes machen musste, sozusagen. Und das war die Bürgermeisterin von Biebertal. Ist eine. Ja, die hat. Bestehend eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Grünsburg. Günzburg. Ups. Aber das Coole ist, da die ja in gewisser Art und Weise eine kleine lokale Politikerin sozusagen war, konnte die sehr gut reden. Und das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Also, das war wirklich cool. War das wirklich nice. Also,
war sehr, sehr zufrieden und danach gab es dann noch ein bisschen Essen und Trinken mit der Family und dann wurden wir überrascht von der, von den Schwieger, also von meinen Schwiegereltern sozusagen, die haben uns eine Kutsche besorgt. Ohne dass wir das wussten. Und dann sind wir Kutsche durch Wettenberg gefahren. Vielleicht hat man uns gesehen, wenn irgendein Wettenberger da war. Das heißt, ihr habt da auf dem Schloss habt ihr euch trauen lassen und seid dann mit der Kutsche durch das Schloss runtergefahren. Genau. Und dann wieder hochgefahren. Und dann wieder hochgefahren. Die Pferde haben richtig Spaß gehabt, glaube ich. Aber die waren trainiert. Also haben da auch, konnten auch viel mit dem Kutscher reden und so weiter. Das war echt cool. Also war wirklich, wirklich nice. Das Problem war, dass unsere Familien uns beide nicht gesagt haben, dass wir uns vielleicht eincremen sollen. Meine Pläte war danach komplett verbrannt. Ja, ihr habt richtig Sonnenbrand am Abend schon gehabt. Wir haben beide richtig Sonnenbrand gehabt. Aber das war wert. Und dann war, irgendwann kamen dann noch die anderen Gäste, also ihr dann unter anderem dazu. Und dann war auch richtig cool. Also, ja, da haben wir erstmal, da wollten wir erstmal natürlich, wie man das macht, dem Brautpaar als erstes Hallo sagen. Und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde da gestanden, weil ein Gast die ganze Zeit mit der Braut gesprochen hat. Und dann haben wir schon mal angefangen, allen anderen Hallo zu sagen. Die haben einfach nicht aufgehört. Ja, das war schon lustig. Also. Und dann haben wir Fotosession mit deiner Family gemacht. Also, das stimmt. Mit den Kindern deiner Brüder und so weiter und so fort. Ja. Und deinen Brüdern. Ja, die Fotos kommen noch. Die haben wir noch gar nicht bekommen. Das war auch ganz witzig. Das war ganz cool, weil das natürlich sehr familiär ist, weil da sind ja schon einige Kinder gewesen. Deine Brüder haben ja einige Kinder auch. Oh ja. Wir vermehren uns wie Ratten. Ich frage, was ist besser oder schlimmer für die Welt? Ja, und dadurch hattest du dann da relativ viele Kinder, was eigentlich ganz nice war. Ja. Naja, so. Party war dann auch geil. Ja, ne, war echt cool. Am Ende des Tages oder am Ende der Woche hatten wir echt ein paar Corona-Fälle bei gehabt. Das war echt ein bisschen belastend. Hanni ist heute jetzt gerade, hat sie den ersten Negativtest gemacht. Über 11 Tage positiv gewesen. Krass, ne? Ja. Über 11 Tage in einem kleinen Raum eingesperrt. Nicht einmal draußen gewesen, nur für Toilette ins Badezimmer gegangen. Das ist halt belastend, ne? Also vor allem, manche trifft das halt mehr und manche halt weniger. Also er und ich hatten jetzt oder haben jetzt auch Corona oder hatten Corona besser gesagt. Eier und mich hat es aber nicht annähernd so krass getroffen. Ja, das ist total andere. Unterschiedlich. Ich glaube, Sven ist auch richtig am Leiden. Ja, richtig. So. Muss der nicht schon durch sein? Ja, eigentlich schon. Der war doch schon. Der Erste, oder? Also, ich glaube, der war Patient Zero. Das kannst du halt auch nicht nachvollziehen, ne? Also wir hatten das halt... Das ist ja auch egal. Wir hatten halt drum... Ja, natürlich nicht, aber das ist halt, kann ja auch von, keine Ahnung, vielleicht war das auch ein Kellner oder eine Kellnerin oder was auch immer, ne? Also das kann ja alles sein. Das weißt du ja nicht, obwohl die halt Maske tragen. Aber die werden ja wahrscheinlich nicht krank arbeiten. Aber du kannst ja auch symptomloser Träger sein. Die haben jetzt nicht gesagt, dass jeder einen Test machen sollte, sondern die Sache war, jeder, der Symptome hat, soll einen Test machen. Hm. So wie man es halt das Gesetz vorhersagt. Du kannst keinen dazu zwingen, jetzt einen Test zu machen. Ja, kannst du darum bitten. Ja, natürlich. Das, klar, das kannst du machen. Sven hat übrigens geschrieben, er ist negativ, aber er hat immer noch heftige Symptome. Und das finde ich natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen beunruhigend, ehrlicherweise. Weil ja. Wie kann man noch so Corona-Symptome haben, obwohl man gar keine Viruslast mehr hat? Das ist doch dann komisch. Long-Covid? Ja, das wäre ja beschissen. Ist doch nicht wieder, also irgendwas, es muss irgendeine Position gewesen sein, mit der ich mich nicht so viel unterhalten habe an diesem Abend. Also. Das ist, wie gesagt, wir haben es versucht, irgendwie zu rekonstruieren. Also die Familien von uns wurden weniger getroffen als die Freunde. Also keine Ahnung. Aha. Woran das lag. Aber okay. Ja, jetzt sind die Freunde einmal durchseucht. Ja, die Nummer ist jetzt auch fast wieder durch. Ja, ist jetzt auch schon wieder recht lange her. Ihr wart danach noch in Paris eine Woche, ne? Ja, richtig. Ne? Dann sind wir noch nach Paris gefahren, haben uns da jeden Tag getestet sozusagen und ja. Sozusagen? Was ja, nein, wir haben uns am Montag, als wir losgefahren sind, getestet. Und dann nochmal Dienstag. Und ab Mittwoch hatte ich mich dann sehr unterkühlt, weil ich mir kletschnass war.
Und da hatte ich mir dann gedacht, ich habe mir einen Schnupfen eingefangen. Aber da könnte ich halt dann genau positiv gewesen sein. Ja, okay. Aber irgendwann waren dann halt die Tests auch aus. Und ja, dann sind wir damit, also das ist halt krass, wenn du durch, also Frankreich ist halt nochmal eine ganz andere Stufe, was Masken tragen angeht oder nicht tragen angeht. Du hast im Disneyland, würde ich sagen, waren 99% ohne Maske. Egal wo. Also ich bin auch draußen ohne Maske rumgelaufen, drinnen dann schon mit Maske, weil das war halt mir zu krass. Und wenn du so durch die U-Bahn gehst oder sowas, Metro in Paris, gar keiner mehr Maske angezogen. Ist auch nicht mal verpflichtend. Und egal wie voll diese U-Bahn war, die war teilweise so voll, dass du Leute da nicht mehr, dass die Leute nicht mehr reingegangen sind, weil sie nicht mehr reingepasst haben, keine Maske aufgehabt. War denen scheißegal. Ich denke mal, sobald das hier auch nicht mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig ist, werden damit auch viele aufhören. Ja. Auf der Rückfahrt dann mit dem Zug, wo ich möglicherweise positiv war, weil ich ja, nachdem wir dann zu Hause waren, dann getestet haben, gegenüber von mir saß einer ohne Maske. Tut mir leid für dich. Aber was willst du halt machen? Kannst ja nicht dran riechen, wenn die ganze Zeit negativ dich testest. Aber du hattest Maske auf. Ja, sicher. Ja, okay. Also, es kann ja auch noch immer sein, dass du da was hast, auch wenn diese Tests halt negativ sind. Ja, klar. Kann ja genauso auch auf der Hochzeit gewesen sein. Aber wie war es denn so in Paris? Disneyland geil. Also Disneyland... Außer die... Warte, ich habe schon wieder das Essen vergessen. Scheiße. Essen? Du hast Colonel Hartys Pizza. Ja, ja. Genau. Colonel Hartys Pizza. Ja, weiß ich auch nicht, also, wie du das vergessen konntest, Peter. Ich habe erstmal... Ist das erste Mal, dass wir mit dem Zug quasi von Deutschland nach Disneyland gefahren sind. Und davon fährst du halt quasi mit dem Zug dann nach Paris Est. Paris Ost wahrscheinlich ist das dann übersetzt. Und von da aus musst du dann noch ungefähr eine Stunde bis zum Disneyland fahren. Du gehst dann an so einen Ticketschalter und hast dann da direkt zur Auswahl Disneyland. Ach, krass. Super, super nice, super easy gewesen und kostet 5 € das Ticket pro Person, also halt voll entspannt und dann fährst du dann mit der Metro eine Station weiter und dann fährst du quasi mit der S-Bahn sozusagen bis nach Disneyland, das war super entspannt, also da war ich halt schon echt so positiv überrascht, das war alles easy, das war auch alles Englisch und teilweise sogar Deutsch am Bahnhof ausgeschildert. Wow, wie lange fährst denn du da? Ja, ist halt Touri Punkt Nummer 1. Bis wohin? Also, bis zu Disneyland. Stunde. Eine Stunde, okay. Ja, eine Stunde. Also, ja, genau. Und also ne, da ist halt da immer noch so quasi, die benutzen ja auch die Leute für nicht nur nach Disneyland, sondern halt für ganz andere Wege noch dort, so drumherum. Ja. Habe aber immer, also als ich durch den Bahnhof gelaufen bin, habe ich trotzdem immer alle 2 Sekunden gefühlt meine Taschen gecheckt, ob ich noch irgendwie mein Portemonnaie habe oder sowas. Da war ich halt schon sehr paranoid. Ja, und dann sind wir im Disneyland Hotel angekommen, war cool. Ja, und danach direkt nach Disneyland. Also, das ist halt so, dass du dann, wenn du so ein Disneyland Hotel hast, kriegst du dann auch Parkeintritt direkt. Und vom Tag des Buchens, also wenn du eine Übernachtung hast, hast du quasi den ersten Tag direkt immer Eintritt, wann auch sobald Disneyland offen hat, und am nächsten Tag nochmal. Hast du Eintritt. Du hast immer 2 Tage sozusagen Eintritt. Und wie viele Nächte war dir da? Wir waren 1-2 Nächte da. Also 3 Tage theoretisch. 3 Tage. 3 Tage Disneyland, genau. Würdest du sagen, das ist auch eine gute Zeit für Disneyland? Also 2 Tage reichen meiner Meinung nach, wenn du eine vernünftige Zeit hast, wo du hinfährst. Also wir waren jetzt, also Disneyland, also der Park war auch voll. Du hättest keine Karten mehr holen können an dem Ticketschalter. Okay. Du hattest teilweise an den geilen Attraktionen schon so 60 Minuten Wartezeit, was halt schon extrem viel ist. Ja. Und die machen das so, dass du dir eigentlich so, also die hatten das mal so gemacht, dass du so Fastlane-Tickets buchen kannst. Kann man jetzt auch machen, kostet aber pro Fahrt. Also wenn du so ein Coaster fahren willst, 14 €. Einmal. Ja. Also obwohl du halt schon richtig reingebuttert hast. Richtig ab. Ja, weil so ein Hotel da ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade das günstigste Hotel der Welt. Nee, das Hotel ist nicht billig. Aber du hast als Disney
Disneyland Park, Disney Park Hotel User eine Stunde vorher Einlass vor dem Pöbel. Ja, aber und also trotzdem, also du zahlst halt, keine Ahnung, wie viel Eintritt mittlerweile so ein Disneyland kostet. Irgendwie ja. 150 Euro. Ja. Also nur Eintritt. Stimmt. Und dann hast du so, ja, ich würde gerne damit fahren. Ja, nee, kostet nochmal 20. So, nee, was? Kannst du dich auch anstellen. Nee, du kannst dich natürlich auch eine Stunde anstellen. Ach oder so, du machst ja dann. Also die Sache ist, du hast diesen krassen Peak, hast du so zwischen 12 bis, ich sag mal so 16 Uhr. Das heißt, wenn du vor 12 Uhr dahin gehst, von 8.30 Uhr an und nach dem dort, der hat nämlich bis 23 Uhr auf der Park, kommst du da easy durch. Und du willst ja auch immer bis 23 Uhr da bleiben, weil dann dieses geile Feuerwerk kommt mit der Drohnenshow und allem. Das ist halt mega geil. Und dann hast du immer da Disneyland-Parade dazwischen. Das ist halt auch einfach cool. Du kommst halt in dieses Disneyland rein oder sowas und auf dem Balkon oder sowas steht Mickey, du hast irgendeine richtig coole, gute Laune-Mucke oder sowas und wie so ein Animator sitzt der da oben auf seinem Balkon, tanzt ein bisschen und unten tanzt das ganze Volk mit. Geil. Also das ist schon sehr lustig gewesen. Also das Feuerwerk, das kennen wir, das war immer so schön an der BlizzCon, dadurch, dass die halt direkt neben dem Anaheim Disneyland ist, hast du halt jeden Abend da Feuerwerk. Das jeden Abend machen also die da Feuerwerk. Das konnten wir jeden Abend gucken. Alles und für diese, die Umwelt. Das Problem bei diesem Fastpass-Gedöns, und die gibt's ja auch, also es gibt nicht einfach Fastpass, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, als ich mit Boris da war, sondern da gibt's auch wieder zwei unterschiedliche. Das Doofe war nur, als wir da in diesem Millennium Falken wollten, ne, und wir so, haha, guck mal hier meinen Pass. Und dann, wir müssen nicht in die Schlange. Und dann hat er gesagt, guck dir mal die Schlange an. Das sind auch alles Leute, die mit so einem Pass wedeln. Ja, ja. So, und dann war natürlich halt, auch konntest was. Du genauso warten wie alle anderen. Also, da waren keine anderen. Ja. Es gab keine anderen. Also, aber also, das war das Geilste, was ich je gemacht habe. Gibt es da den Disneyland auch in Paris? Was denn? Da, das Millennium Falken Ding. Die haben auf jeden Fall ein paar Star Wars Sachen. Den Hyperspace Mountain, der war leider gerade im Umbau oder in der Renovierungsarbeit. Ewig, ne? Das Ding ist aber geil, die Achterbahn. Aber war echt traurig, dass die zu war. Und Small World hatte zu. Das ist auch eigentlich unser, also das so ein Meme-Geschäft von Frau Eier und mir, wo wir dreimal hintereinander da waren, weil da halt nie was los war. Aber da ist immer so geile Mucke. Und deswegen wollten wir da immer hin, aber das hatte zu, er war auch traurig. Was war denn dein Highlight? Von Disneyland selber, also safe, was neu war, war die Drohnenshow, die war richtig geil. Und sonst das Fahrgeschäft sind halt für mich einfach die Achterbahnen alle. Also da ist egal, ob du da jetzt dem Big Thunder Mountain oder den Crush Coaster von Findet Nemo fährst oder Indiana Jones Achterbahn oder sowas, das sind alle, also Achterbahnen sind halt schon generell cool. Okay. Ja. Und was war deine größte Enttäuschung? Größte Enttäuschung? Die Preise. Ja. die Preise, also du kannst halt nicht als Familie mit einem Kleinkind kannst du nicht da durchlaufen durch Disneyland, du bist danach arm. Also du bist wirklich arm. So, ich möchte eine Zuckerwatte. Dann kriegst du da so einen komischen Zuckerwattentopf oder sowas für 10 Euro. Es ist lächerlich. Oder ich möchte jetzt einen Lutscher haben oder ein Eis für 5 Euro. Oder ich habe Durst, Mama, ich muss für 5 Euro jetzt eine Cola haben. So, und darauf, boah, das ist schon krass. Preise. Okay, gucken wir mal. Ein Tag undatiert. Gehen wir mal von aus, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Ein undatiertes Ticket kaufen. Die Cola kostet in Disneyland Paris mehr als direkt neben dem Eiffelturm. Das haben wir auch nochmal gegengecheckt. Das ist schon krass. Also, ja, also es ist halt sehr, sehr teuer. Man sollte da immer am besten vorbereitet sein. Die Sache ist, da dieses Disneyland ja auch so riesig ist, kannst du da gar nicht, da hast du gar keinen Supermarkt in der Nähe. Deswegen bist du einfach darauf auch angewiesen, entweder Sachen schon mitzunehmen, quasi Kasten, oder du bist halt gefickt. Wenn ich ein undatiertes Ticket kaufe, ja, mit zwei Erwachsenen und zwei Kinder, und das ist ja dann, wenn ich das richtig sehe, zwei Parks, ne? Ja, ein du Tag. Hast zwei Parks, du kannst da immer switchen. Du hast noch kein Essen, switchen. Noch kein Hotel, nix, bist du bei 504 Euro. Und das ist nur ein Parks? Tag ohne alles. Du hast zwei Parks, ja. Du hast da einmal den alten Disneyland-Park sozusagen, da haben die daneben noch angebaut, weil ja Marvel jetzt noch dazu kommt und dann, die bauen da gerade so ein Eiskönigin-Teil hin und so ein Scheiß. Die haben da ganz viele Sachen noch daneben gemacht. Da ist dann auch der Hotel of Horror oder sowas. Das ist geil. Das ist so ein Freefall Tower, der aber nicht Freefall ist, sondern der schießt dich quasi auch nach oben
und katapultiert dich da nach unten. Das geht dann die ganze Zeit hin und her. Und das ist das Schlimmste für Frau Eieruhr. Die hat das richtig gehasst. Ich fand das mega geil. Ja, sie ist aber mit draufgegangen? Ja, die ist mit draufgegangen. Okay. Also, die war dann auch eher so die Achterbahnfreundin davon. Aber du hast halt auch so, du hast halt auch so Shows, die du halt einfach entweder für 15 Euro buchen kannst oder du stellst dich früh genug an und kannst dann da umsonst hin. Und wir haben quasi einmal so das gesamte König der Löwen Musical durchgeguckt, durchgehört nochmal. In schnell halt mit den Songs live gesungen, vor Ort in so einer Halle. Also sowas haben die halt auch. Singen die dann auf Englisch? Englisch teilweise und Französisch. Also die mischen das. Okay. Ah. Also Circle of Life war Englisch und dann kommt dann irgendwie The Cirque of... Ja, keine Ahnung. Irgendwas davon ist dann Teil irgendwie hier, das Ska-Lied. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich das weiß, war auch Französisch zum Beispiel. Passt direkt, der Böse singt Französisch. Ein Liebeslied würde doch auch auf Französisch passen. Ja. Ja. Ich weiß. Also es war schon wirklich cool. Also wenn du auf Disney stehst, ist das ein geiler Freizeitpark. Wenn nicht, würde ich, glaube ich, immer irgendwas anderes nehmen. Also ich würde ihn von den Attraktionen her, wenn du Disney komplett ausblendest, würde ich sagen, ist das nicht viel besser als ein Moviepark. Okay. Von den Attraktionen her. Also wenn du einen Schnapper machen willst, ne, dann nimmst du das datierte Ticket für 2 Tage, für nächste Woche quasi, Montag, Dienstag. Da hast du dann 2 Tage für 592 Euro. Ich würde das immer einfach im Winter machen oder sowas. Da ist das wahrscheinlich auch schön und du kannst dich da auch anstellen und die werden dann mit Sicherheit da... Musst halt einfach Glück haben, dass du keinen Regen hast, so wie wir. Haben die keinen zu? So von wegen Oktober bis März oder so? Glaube ich, nee, das ist eine Cash-Cow. 15 Millionen Besucher pro Jahr haben die da. Holy shit. Also jetzt will ich unbedingt mal mit Frau Ayo in den Europa-Park gehen. Also so im November haben die ein paar Tage. Ende Oktober ist das teuerste da, was du kaufen kannst. Ja. Und Ende Dezember auch. Schön in den Weihnachtsferien, Leute. Ja. Das sind dann ja pro Tag 41.000 Besucher. Ja, schon. Das kam mir mehr vor. Ehrlich gesagt. Okay, ich finde 41.000 schon recht viel. Das kam mir deutlich mehr vor, ehrlich gesagt. Aber... Vielleicht gibt es ja vollere und leerere Tage, weiß ich ja nicht. Ja, das glaube ich auch. Und danach sind wir nach Paris gegangen, was auch cool war. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das doch ganz okay war. Das Hotel war wirklich süß. Die waren auch richtig, richtig nett dort. Okay. Was heißt denn süß? Le Mille Rose oder so hieß das oder so. Also irgendwie so alles so ein bisschen so pink gehalten. Und die Zimmer waren echt cool. Du hattest eine richtig geile Dusche gehabt und das war einfach ganz schön. War einfach ein gutes Hotel. Ah, ja, okay. Also war ein sehr, sehr kleines Zimmer tatsächlich vom Platz her. Also, ja, ist halt Paris, ne? Also, ja. Aber war halt einfach ein schönes Hotel. War sauber, war einfach gut. Und danach sind wir dann halt ein bisschen rumgelaufen. Also, wir sind da 60.000 Schritte insgesamt gelaufen in Disneyland, die 3 Tage. Also wir sind dann in Paris nicht mehr so viel gelaufen, zumal ich, wie gesagt, dort auch am Mittwoch hat es morgens geregnet in Disneyland, da sind wir dann nochmal hingegangen, da war ich bis auf die Unterhose nass, dann hatte ich nur einen Pullover dabei, der war komplett durchnässt, dann ist Frau Ayo noch losgezogen, hat mir so ein Grumpy, das hat man vielleicht bei mir in der Insta-Story gesehen, so ein Grumpy Pullover geholt, damit ich irgendwas noch habe, was warm ist. Und die Nacht darauf war halt scheiße, weil ich halt dann da mich komplett erkältet habe oder bei mir Corona losging. Ich weiß es natürlich nicht. Da zu dem Zeitpunkt mehr. Also da hatte ich dann Schnupfen. Okay, das heißt, ihr habt dann in Paris seid ihr nicht mehr so viel rumgelaufen, aber hast du die Mona Lisa gesehen? Wir sind dann noch viel rumgelaufen. Achso. Wir waren in keinem Gebäude mehr allerdings. Also wir sind nur von außen, wir haben uns die Gebäude von außen angeguckt. Wir sind zum Louvre gelaufen, wir sind dann durch die Parks dort gelaufen. Also ihr seid nicht in Louvre Eiffelturm. Rein? Nee. Das war mir auch viel zu voll. Ah, okay. Alter, ich lauf doch nicht in... Ehrlich gesagt, habe ich auch gar keinen Bock auf so ein Kunstmuseum. Ja, aber Louvre, da ist die Mona Lisa. Ja, aber dann sehe ich da die Mona Lisa, dann stehe ich da in der 20. Reihe vor der Mona Lisa das oder stimmt. sowas und dann denke ich mir so... Dann schmeißt da so ein Irrer so einen Kuchen gegen. Ja, genau. So, ich fand das von außen gesehen einfach viel cooler, da diese ganz... Einfach den Verkehr zu beobachten und alles. So das einfach, das ist einfach irre.
Das ist Tolle irre, ist, dieses Paris. Du, wenn du Pech hast, siehst du ja die Mona Lisa nicht mal. Das war, als ich mit Sepp in New York in diesem Modern Arts Museum war, wo dann auch Chagall und keine Ahnung was Picasso ausgestellt war und die Leute sich alle da vorstellen, sofort das Handy zücken, ein Foto mit dem Handy von diesem Bild machen und direkt wieder gehen. Geil. Und das war dann alles. Bei der Mona Lisa auch. Und bei der Mona Lisa hätte ich tatsächlich sogar noch Probleme, weil man ja immer weiß, das ist gar nicht die echte, die da hängt. Ja. Das, weil, wie, das ist nicht die echte? Nee, die hängt da schon lange nicht mehr. Was? Echt jetzt? Ja, das gab doch mal so ein, was war das, Säureanschlag? Aber die ist, ist die nicht hinter immer? Panzerglas und ja, so? Ja, aber trotzdem, also die echte ist das nicht. Also okay. Das heißt, ich habe gar nicht die echte Mona Lisa gesehen. Also ich war da vor Jahren, aber das wäre unfassbar belastend. Da würde ich mich ja jetzt ganz schön abgezockt fühlen. Was ist das doch die echte? Was haben die denn da geschrieben? Ich meine, was will der Typ denn da auch mit dem Kuchen dann machen? Ich will die Fake Mona Lisa abwerfen. Vielleicht haben die nur da zwischendurch mal ausgetauscht. Das kann natürlich sein. Ich habe keine Ahnung. Ist mir gut, dann habe ich nicht mal die Fake. Guck mal, siehst du, Peter, hast du gar nichts Besonderes gesehen. Ja, doch, ist, also laut Chat ist es zumindest die echte, aber wer. Aber die ist im Safe in den Katakomben. Also. Die wurde vor 100 Jahren geklaut. Okay. Ja, die wurde tatsächlich mal geklaut und dann ist die irgendwo wieder die aufgetaucht. Die wurde von den Nazis geklaut. Die haben doch die ganzen Louvre leergeräumt. Also ich weiß dass da ziemlich krass Glas vor war, als ich die, also die war ziemlich heftig eingepackt. Also geklaut wurde die 1911 von einem Handwerker. Ach, auch aber noch. Anschläge gab es auch. Ach, die Nazis hätten den Louvre auch leergeräumt. Naja. Naja. Keine Ahnung. Also du läufst dann da so ein bisschen rum, das war auch noch ganz cool und ja, dann bist du halt dann auch, war dann auch der Tag quasi rum von Paris. Und dann nächsten war am nächsten Tag dann nach Hause gefahren. Weißt du, was mal eine Challenge wäre, wenn wir vom Pete's Meet mal irgendwann auch in Paris sein sollten? Jeder nimmt sich einen Mietwagen und fährt durch diesen riesigen, wie heißt denn der? Der riesige Kreisverkehr. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, ja genau. Alter, ey, alleine schon dieser andere da, der quasi auf der anderen Seite der Champs-Élysées war, holy shit, das sind einfach nur Pflastersteine, es ist gar keine Markierung auf dem Boden, die fuhren da, wo sie wollen. Ja. Es war so irre. Ich hab mir, wir hatten erst vorgehabt, da mit dem Auto nach Disneyland zu fahren und von da aus dann quasi mit dem Auto von mir da reinzufahren nach Paris. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Du hättest die viel besseren Geschichten zu erzählen gehabt. Ich hätte das Kotzen gekriegt. Vor allen Dingen hättest du entweder ein kaputtes Auto auf jeden Fall und dann musst du dich mit den Leuten halt auch noch auseinandersetzen, wenn die dein Auto kaputt machen. Nee. Nee, gar keinen Bock. Und dann können die alle nicht dann Englisch oder sowas. Du hast so häufig da irgendwelche Leute gehabt, die dann nicht Englisch konnten. Und ja. Da war dann auch noch eine, weißt du, wir standen dann so bei Notre Dame oder sowas. Dann dann war ich gerade irgendwie am Handy beschäftigt, um zu gucken, wo wir als nächstes hingehen oder so. Redet mich einer an, sagt so Englisch. Ich so, yes, yes. Ja, und dann so, sign here. So, nee, mach ich nicht. Hau ab, verpiss dich, ey. Das war das Einzige, wo ich was Negatives hatte. Also keiner wollte mir wie bei Sepp irgendwie was andrehen oder sowas. Hatte ich auch mit dem Andrehen. Keiner hat mich irgendwie bedrängt oder sowas, aber nur, dass halt sein hier ist. So, nee, Merde, hau ab, hab ich gesagt. Wenn du dann Smiley hinmalst, sagen die dann auch das unterschrieben? Ich hab keine Ahnung. Da waren auch schon so zwei Unterschriften drauf. Ich hoffe mal, dass das die Fake-Unterschriften waren, damit das so aus... Damit das so aussieht, als wenn da schon Leute unterschrieben haben für die Petition. Ja. Nee, war cool. Und dann bist du überrascht gewesen, dass in dem Zug dann so krass bewaffnete Polizisten rumlaufen? Ja, also dass du hattest beim Eiffelturm, hattest halt richtig die volle Montur, ne? Also da war halt auch M4 auf Anschlag, dass sie halt bereit waren. Anzugreifen irgendwen, aber ich wusste nicht, dass halt auch im Zug dann letztendlich da plötzlich so eine M4 da, nicht eine M4, eine MP rumläuft. Ja, ja. Ich meine, wäre ja sonst viel zu leicht, weißt du, so, gibt Grenzen, da traust du dich nicht rüber, aber hey, Zugfahren, ne? Du kannst einfach alles mitnehmen, was du willst. Kein Thema. Ja. Bist du da dann auch mit dem, wie heißt nochmal, der Paris-Zug? TGW gefahren? Ne, wir sind mit ICE gefahren. Ah, mit dem ICE. Okay. Ja, der ist so eine Koop, hatten die da. Ja, stimmt, den Thales kann Jay gar nicht nutzen, ne?
Thales habe ich auch dran gedacht, stimmt. Warum kann ich den nicht nutzen? Geht der, der geht doch von Köln aus, oder? Ja, okay. Also, oder Düsseldorf oder so. Also, der fährt ja, von directly nach Paris. Von Gießen musst du halt nach Frankfurt fahren. Von Frankfurt kannst du dann entweder nach Karlsruhe noch fahren und von da aus dann weiter oder direkt durch. Über Straßburg. Wie lange war die ganze Strecke? Also, wie lange habt ihr gebraucht? Vier bis fünf Stunden, je nachdem, wie gut das. Eher fünf Stunden im Schnitt. 5 Stunden, hätte ich jetzt gesagt. Das ist weniger, als ich dachte, muss ich sagen. Ja, nee, ging auch klar. Was mich allerdings angekotzt hat, waren halt so ein paar Deutsche, die dann halt so beim Zug hingefahren sind, als bei der Hinfahrt, so sagten, ja, nee, also wir sind jetzt hier in, die sind glaube ich in Karlsruhe eingestiegen oder sowas und die nächste halt wäre halt Straßburg gewesen oder sowas oder Mannheim, ich weiß nicht, wo wir eingestiegen sind, so, ja, wir brauchen jetzt keine Maske mehr, wir sind eh in 5 Minuten in Frankreich, da brauchen wir keine Maske mehr. Hm. Und dann kam dann noch der Zugführer und hat dann, dann haben sie schnell die Masken aufgezogen und als sobald die in Straßburg waren, direkt die Masken wieder abgezogen. So einfach so, warum? Warum ziehst du nicht einfach an, Junge? Das ist immer noch ein deutscher Zug. Also, habe ich einfach nicht kapiert. Ist mir auch egal. Ich habe jetzt in meiner Corona-Warn-App für Montag, Dienstag und Mittwoch einen roten Stempel drin. Nochmal, weil Disneyland oder Metro oder was auch immer mit Sicherheit irgendeiner Corona-positiv war. Ja. Bin eh positiv gewesen. Ich bin jetzt eh erstmal safe. Okay. Ja. Klingt doch ganz cool eigentlich. Jetzt bist du wieder also, da und jetzt gibt's noch so ein paar Wochenenden. Ja, jetzt gibt's noch Wochenenden. Also, wir testen uns jetzt gleich. Also, ich fahre jetzt sofort zum PCR-Test nochmal. Ab morgen darf ich wieder frei rumlaufen durch Hessen. Weil am Freitag haben wir uns positiv getestet, das ist der Tag 0 und dann jetzt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das aber sind die wenn fünf du Tage heute Quarantäne. Einen positiv Test hast, dann zählen die 5 Tage doch vom 9. Nein. Ab Tag 0. Hä? Ja? Okay. So habe ich das verstanden. Also du kannst ab morgen, auch wenn ich positiv bin, kann ich wieder draußen rumlaufen. So habe ich das verstanden. Ich dachte, das ist immer ab einem neuen Positivtest nochmal 5 Tage. Nee, das ist halt super dumm. Das ist halt, es gibt halt manche Länder, die halt 5 Tage haben. In NRW beispielsweise musst du 10 Tage, glaube ich, dich festhalten oder sowas. Kommt auf die Bundesländer angenommen. Das ist also, eine sonderbare Regelung, muss ich sagen. Das ist super wild. So, und wenn du jetzt noch positiv bist und keine Symptome mehr hast, dann musst du arbeiten. Ja, das habe ich vorhin auch nochmal nachgegoogelt, dass du, wenn du keine Symptome hast, der Arzt dich offiziell also, nicht krankschreiben darf. Die Sache ist, auch wenn du einen Positivtest hast. So, what the fuck? Ja, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich da einen Negativtest rausholen, weil es geht halt, bei mir ist halt ein bisschen Nase laufen oder sowas noch, aber das ist halt nicht der Rede wert. Und die Tests, ich muss gleich nochmal einen Test machen, der war gestern nur noch super schwach positiv. Also mit Lupe. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Ist halt dumm. Du kannst halt nicht mehr dich auch irgendwie, keine Ahnung, du hast ein Hotel gebucht oder Karten oder was auch immer. Kannst du auch nicht mehr studieren. Nee, das habe ich ja wohl auch festgestellt, so, als halt, ich nicht nach Hamburg konnte. So wie das bei dir war. So, das ist so Quatsch. Aber deswegen... Weil du den Grund nicht mehr angeben kannst. Oder ja, was? Genau. Und das fördert ja jetzt auch noch, dass dann... Also, mir ist das jetzt vielleicht egal, ob man jetzt 300 Euro verliert oder nicht. Aber das ist natürlich allen nicht unbedingt egal. Weil andere noch viel mehr auf das Geld achten müssen. Ja, als jetzt vielleicht... Uns geht's ja nicht schlecht. Aber ich will die halt trotzdem nicht verlieren. Aber du bist halt trotzdem... Du kriegst das Geld nicht wieder. Du bist halt außer einfach du gefickt. Kriegst sie selber weiterverkauft. Außer also du kriegst sie natürlich... Glück. Ja, okay, du kriegst sie selber weiterverkauft. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Bei dem Harry Potter-Ding glaube ich schon. Da habe ich nirgendwo gelesen, dass das personalisierte Tickets sind und das nicht geht oder so. Aber das kotzt mich halt wirklich an, dass du nach 5 Tagen dazu jetzt geforst bist, halt einfach im Zweifel positiv ins Kino zu gehen. Oder lass es halt ins Musical gehen, weil die Karten da deutlich teurer sind. Oder ins Konzert. Weil du nach 5 Tagen ja wieder raus kannst. Ist doch scheißegal. Weird. Sehr weird. Es ist so weird. Ich verstehe diese Regelung nicht. Ich bin auch kein Freund von. Nee. Ja, ich drück dann die Daumen, dass es heute negativ ist. Ja. Ja.
Und dass ihr dann easy morgen nach Hamburg fahren könnt und Harry Potter genießen könnt und was ihr dann noch so ja, das ist erstmal am Freitag, das ist entspannt. Es ist sogar noch ein Tag zwischen. Ja, okay, das ist gut. Also, das ist ja dann noch weniger wild. Und einmal kurz zum Hotel da einchecken oder sowas, das wird wahrscheinlich auch gehen, wenn man noch ein bisschen positiv ist oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch scheißegal. Es ist so wild. Es ist so ekelhaft. Ich war jetzt am Wochenende ja am Freitag dann nicht bei Harry Potter, aber ich bin Samstagabend nach Hamburg gefahren. Ach jo, wie war denn? Sehr gut. Brillant. Also wie viele Sterne waren das jetzt? Davon gibt's nur. Es waren 3 Sterne. Davon gibt's nicht so viele, ne? Ja, deswegen haben wir, also das Restaurant The Table ist ja auch das Restaurant, wo man, glaube ich, die längste Wartezeit hat in Deutschland. Wir hatten ein Jahr auf die Karten gewartet, deswegen bin ich selbst ohne Honey hingefahren. Ja, wenn du so samstags da hingehen willst. Ja, von Mittwoch. Ja. Da geht das schon mal schneller manchmal, ja. Das war mit Miles und seiner Frau und seinem Bruder dann, der ist freundlicherweise eingesprungen für Honey. Und dann waren wir da zu viert. Wie viele Gänge? Was gab es? Peter, los. Christian ist mir mega excited. Ich hätte jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das war so geil, als wir das mal gemacht haben. Das war mega gut. Also erstmal wollte ich eigentlich erzählen, dass ich bei dem Hotel, das konnte ich nicht mehr stornieren. Und ich hatte ja 2 Nächte gebucht. Und dann hatte ich denen, ich habe da angerufen, ist keiner dran gegangen. Und dann hatte ich denen gesagt, so eine bei Booking einfach eine Nachricht geschrieben, so hey, wir kommen dann erst Samstag. Oder ich komme dann erst Samstag. Weil ich hatte ja trotzdem für 2 Nächte gebucht. Und dann komme ich da in diesem Hotel an und dann sage ich denen das und die so, oh, die Nachricht haben wir nicht gelesen. Okay, müssen wir gucken. Wieso haben sie denn nicht angerufen? Hab ich! Ihr seid nicht drangegangen, ja, ihr Ficker. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das war, und dann mussten die erstmal gucken, weil die das Zimmer offiziell schon storniert hatten. Aber die hatten mir das noch nicht abgebucht. Und zum Glück kam dann noch der Chef von dem, der da mit mir gesprochen hat, und der kannte uns. Nein. Und der hat dann... Ja, hat er dann geregelt. Der hat dann alles storniert, ich musste nichts bezahlen und ich habe das Zimmer sogar noch deutlich günstiger gekriegt als eigentlich. Ja, nice. Okay, nice. Das ist natürlich geil. Das war super lucky, aber ich muss leider sagen, das Hotel war richtig beschissen. Das ist ja dann noch besser. Das Zimmer war leider total dreckig und die Seifen, beide Seifen waren leer und Alter, das war auch. Also das war ein Hotel, da waren interessante Gäste. Die waren da alle schon komplett besoffen. Es gab nur einen Aufzug, der 100 Jahre gebraucht hat und ich musste in die 6. Etage. Und da war durchgehend nur Besoffene. Das war ein ganz, ganz weirdes Hotel, kann ich euch sagen. Aber war direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof und das war mir dann irgendwann auch scheißegal, weil ja, The Table ist dann ein Restaurant, da kann man vom Hauptbahnhof gut hinlaufen, da sind nur so 20, 25 Minuten und das ist in der Hafen City von Hamburg. Hamburg ist eh geil, weil du halt alles da zu Fuß easy erreichen kannst eigentlich. Also relativ. Ja, ist für eine Großstadt eine kleine Großstadt. Ist ein bisschen wie Köln, finde ich, weil Köln ist, finde ich, auch, du hast halt deinen Ring und da kannst du auch zu relativ vielen Sachen laufen. Ja. Außer du musst halt auf die andere Rheinseite, das ist dann immer scheiße. Ja. Und das Essen. Also erstmal begrüßt, das Geile an dem Restaurant ist, das ist nur ein ganz langer Tisch, der sich quasi durch das Restaurant so, so schwingt. Ne? Ja, genau. Ja. Und du kannst eigentlich sehr gut von da dann in die offene Küche schauen. Die kochen direkt vor dir und machen da die Teller auch fertig. Die haben uns nur am kompletten Ende platziert, wo du nicht mehr gut gucken konntest. Oh. Ich weiß auch nicht warum, weil, keine Ahnung, vielleicht haben die schon gedacht, was sind denn das eigentlich für komische Typen? War denn so voll? Es waren alle Plätze weg, natürlich. Ah, ja, okay. Lass dich kurz unterbrechen. Ich muss weg. Ne? Ja, mach's gut, Jay. Tschüss. Ich würde gerne noch weiter hören. Ja, ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wann kriegen wir dann wahrscheinlich Sonntag. Ja. Mal schauen. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Also ich weiß nicht, warum sie uns da platziert haben. Die anderen waren aber auch, also viele waren schon da. Die haben dann immer, die lassen die ersten Gäste, die früher gebucht haben, lassen die schon um 19 Uhr rein und der Rest kommt dann, bucht dann für 20 Uhr. Und vielleicht ist einfach First Come, First Serve. Kann natürlich sein. Also wir hatten dann halt die eher am Ende, wo wir nicht so gut... Ich glaube, die haben die Gäste gegoogelt und sich gedacht. Ja, die komischen Dudes. Da war aber auch, ich habe vorher extra nochmal angerufen, nur ganz sicher zu gehen, dass es keinen Dresscode gibt oder sowas. Gibt es auch nicht. Das ist auch direkt mit du und alles super entspannt.
Ja, nice. Der perfekte Service ist ja der, wo die dir das Gefühl geben, als wären das deine Freunde. Ja, wo du am Ende am liebsten die fragen würdest, hey, hast du nicht Bock, noch ein Bier mit mir trinken zu gehen? Das ist der perfekte Service in einem Restaurant, meiner Meinung nach. Mhm. Und das haben die voll drauf gehabt. Das war auch sehr, sehr gut. Und okay. Ich hatte dann erzählt, dass Hanni und ich zum Beispiel nach Südafrika wollen für unsere Flitterwochen. Und dann meinte der Sommelier, David, meinte dann so, Alter, das ist mein Lieblingsland. Und dann haben wir uns darüber noch unterhalten und hat mir angeboten, Tipps dann noch per Mail zu schicken und solche Geschichten. Cool. Okay. Die waren am Ende auch sehr, sehr stolz darauf, als wir uns noch ein bisschen, wir waren die Letzten, noch so ein bisschen drüber unterhalten haben, was die, dann meinten die auch so, was sehr cool ist, da lernt man Leute kennen. Dadurch, dass du so wenig Plätze hast und alle theoretisch an einem Tisch sitzen, hast du es relativ schnell, dass sich Leute gegenseitig in Unterhaltungen verwickeln. Und wir haben uns auch dann mit einem Pärchen, ein deutlich älteres Pärchen, wobei so deutlich jetzt auch wieder nicht, sorry, falls ihr zuhört, saßen neben uns und mit denen bin ich dann auch recht schnell ins Gespräch gekommen. Und das war sehr, sehr interessant, weil die hatten in Südafrika ein paar Jahre lang ein Guesthouse, haben die da angeboten. Ach. Und das ist schade. Wäre das mal vorher gewesen. Wäre das mal vorher gewesen, das stimmt allerdings. Und ja, die haben ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Ich habe zum Beispiel gefragt, warum die denn da jetzt kein Guesthouse mehr haben. Und die meinten, ja, das ist schon durchaus kompliziert. Strom ist ein Riesenproblem. Also da wird halt regelmäßig der Strom abgeschaltet. Und in der Zeit ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du überfallen wirst. Oh ja. Und dann dachte ich auch so, okay, let's go, Freunde, auf nach Südafrika. Das klingt wie ein Job, also. Einer macht den Strom aus, die anderen schneiden den Zaun durch. Also. Ja, wobei das Stromabschalten tatsächlich von der Regierung geregelt ist. Also das ist da, er meinte, sehr regelmäßig bis zu täglich über einen gewissen Zeitraum, dass der Strom abgeschaltet wird, weil das Netz sonst nicht klarkommt. Okay. Ich dachte so, okay, let's go, das ist belastend. Gänge hatten wir, das war jetzt nicht so ein Tasting-Menü mit 24 Gängen oder so. Die Gänge waren auch recht groß dann, vor allen Dingen auch die Hauptgänge. Du hattest am Anfang... Wie viel hattet ihr? Ja, komplette Gänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, würde ich sagen. Oh, ja, okay. 7, aber davor waren Amus Mus oder wie die heißt, ja, vergessen, wie der Chat heißt, ganz viele Sachen vorweg, so ganz Kleinigkeiten. Mit einem ja, hast du die im Mund, Dinger. Das haben wir auch gekriegt, ne? Diese... Genau. Ja, zum Snacken, ja. Genau, was zum war Snacken. Das bei? Das war total abgefahren und ich wusste gar nicht, dass das so deren Konzept ist, aber du machst, aktuell ist das so ein deren Menü-Ding, du machst eine kleine Weltreise. Oh, warte. Christina hat geschrieben, Amuse-Bouche. Amuse-Bouche, danke Christina, absolut korrekt. Also du hattest zum Beispiel, du bist ja in Hamburg da, das heißt, das allererste, was du gekriegt hast, ist eine sehr weirde Form von Lapskaus. Ach so. Also Lapskaus ist ja dieses ein nordisches, klassisches nordisches Gericht. Mhm. Mit rote Beete und so Beef, Corned Beef und sowas. Und das hatten die aber als Macaron mit Fuck you Beef und sowas alles. Also, dass du das aber auch in einen Haps im Mund hast. So, das war ja, halt auch schon so. Aber das hast du, okay, wir haben ein Hamburger Gericht und das versuchen wir jetzt mal ein bisschen abzuwandeln. Geil. Und dann hattest du einen japanischen Taco, ja. Du hattest einen Taco, aber der war gefüllt wie ein Sushi. So, das hat, also... Okay, das klingt geil. Also, ganz verrückte Sachen. Dann hattest du noch so einen Mexiko-Bun oder so ein kleines Ei, so ein Porzellanei, das aussah wie so ein Ei, wo du halt draus löffelst. Da war auch ein Löffel dabei. Und da drin hattest du Aspik und ein Forellenkaviar und so eine grüne, einen grünen Schaum. Da habe ich aber gerade vergessen, was der ist. Warte nochmal. Oh, das ist Aspik. Aspik ist nichts. Oh Gott, dich, nee. Das ist wie Sülze so. Ja, Aspik ist diese gelartige Masse, die um Eier, Wurst und keine Ahnung, alles, was man findet, machen kann. Ich liebe Aspik. Oh Gott. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ein Gelee, das aus Fleisch oder Fisch hergestellt wird. Ja. Das ist auch relativ simpel eigentlich zu machen, weil wenn du, das ist so ein bisschen das Fettige im Endeffekt. Wenn du ein Fond machst zum Beispiel und sich oben so eine Fettschicht bildet, dann ist das fast schon so wie Aspik. Ich weiß aber nicht, ob man wirklich so Aspik macht. Und ich glaube, mein Favorite war ungestopfte Gänseleber.
Also ich kenne mich nicht so hundertprozentig damit aus, aber Gänseleber ist ja häufig in der Fine-Dining-Küche als gestopfte Variante serviert worden. Und ich weiß nicht, wie das gemacht wird, aber das ist eine Art und Weise, wo die Gänse wohl ultra leiden darunter. Und machen die das, während die noch leben? Ja, das ist keine geile... Ich weiß... Moment. Also vielleicht versuchen die da den Geschmack irgendwie durch genau, das Essen? Heißt vor Gratschett, genau. Das ist Entenstopfleber. Aber ich weiß nicht, aus Gründen von aus Tierschutzes wird die Produktion von Stopfleber ethisch kritisiert und in einigen Ländern rechtlich reglementiert. Ja, also ich meine, wenn man mir so einen Schlauch in den Hals rammen würde, um da einfach Sachen reinlaufen zu lassen, fände ich das auch nicht so geil. Genau so funktioniert das. Genau, das ist so eine ganz widerliche Zwangsernährung, die dann passiert. Ach, die werden wirklich mit Fressen vollgestopft, die Gänse. Damit die Leber geiler schmeckt. Oh, das ist, boah. Ich habe das einmal gegessen, ich wusste da ehrlicherweise aber nicht, was das ist, als ich in Teneriffa im Urlaub war. Das ist ja jetzt auch schon wieder, was weiß ich, wie viele Jahre. Was, du im Urlaub, außer in auf in Hawaii. Hawaii? Ja, ich glaube 3 Jahre vor Hawaii oder so. Ach, ja. Das war der erste Urlaub mit Hanni und mir, wo ich die Schweizer kennengelernt habe. Ja, genau, der war ja auch beim Junggesellenabschied. Ja, genau. Kommt da dann. Hatte ich das einmal. Und ich muss sagen, das ist sau lecker. Aber wie das entsteht, habe ich dann erst danach kennengelernt und seitdem finde ich das scheiße. Aber die ungestopfte Gänseleber, die hat so geschmeckt und war aber ungestopft. Und das war awesome. Und das war auch noch so ein geiler Teller, weil die war geformt wie so eine Erdnuss. Also wie Erdnüsse. Da waren Erdnüsse auf deinem Teller und da hast du da reingestochen und dann war das halt weich. Und dann ist das Gänseleber gewesen. Das war fucking awesome. Das war auch saulecker. Okay, das klingt sehr geil. Klingt nach einem leckeren guten Abend. Ist denn dann auch Weinbegleitung bei jedem Gang? Oder? Ja. Boah, da war auch ein geiler Südafrika-Wein bei. Aber mein liebster war ein Gewürztraminer von 2018. Da habe ich mir extra ein Foto von gemacht, weil der so lecker war. Schäfer-Gewürztraminer 2018. Wollte ich nochmal googeln. Gibt's wahrscheinlich furztrocken. Nee. Oh. Haben wir heute gelernt. Weißt zwar immer noch nicht, wo der Unterschied ist, weil die Frage nie beantwortet wurde zwischen furztrocken und staubtrocken, aber... Ja, stimmt. Wir haben heute so einen geilen geiles React aufgenommen. Nee, das war eher ein süßer Wein. Schäfer Fröhlich, Gewürztraminer 2018. Voraussichtlich wieder lieferbar ab Anfang 2020. Das ist nicht der richtige. Ab Anfang 2020? Wir haben 22, also... Ist nicht der korrekte. Die Flasche sah komplett anders aus. Ich glaube, das ist sowieso immer höllenschwer, bei solchen Events oder Abenden die Weine zu besorgen. Also da gehst du wahrscheinlich nicht mal eben zum Edeka oder... Also selbst Jacques Weindepot, würde ich sagen, hast du wahrscheinlich Probleme. Ja. Und die gibt's ja überall. Aber wahrscheinlich sind die gar nicht gut. Also der war auf jeden Fall geil. Das war ein richtig geiler Abend, ja. Ich war natürlich extrem traurig, dass Hanni nicht dabei sein konnte. Sie auch. Aber sie ist jetzt seit heute Mittag endlich beim Schnelltest negativ. Ich bin so glücklich darüber, dass sie endlich wieder raus kann. Sie ist wahrscheinlich noch ein bisschen glücklicher. Bisschen wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Ja. Damit wir weiter in die Hochzeitsvorbereitungen gehen können, damit das besser funktioniert. Wobei eigentlich da alles soweit ready ist. Wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten machen, ein paar E-Mails schreiben, aber da ist eigentlich alles soweit cool. Ja. Ich werde euch einfach eine Faust geben oder so, damit ich keinen anstecke. Ja, das ist okay. Also wir sind mittlerweile, also auf dem gedanklichen Ding, wir machen jetzt Full-On-Quarantäne bis zur Hochzeit. Ja, genau. Also wir gehen nicht mehr raus, wir gehen noch nicht einkaufen. Aha, ich weiß, Chat, ihr sagt, jetzt hat ihr eh nicht. Doch, Hanni ist gerne auch mal einkaufen gegangen, machen wir nicht mehr, sondern machen nur noch Lieferungen. Sie geht nicht mehr arbeiten, sondern arbeitet von zu Hause aus, damit wir es auf keinen Fall bis zur Hochzeit bekommen. Und nicht, also Hanni ist jetzt eigentlich schon fast clear, aber damit ich es auch nicht bis zur Hochzeit bekomme. Aha. Und danach... Das ist egal. Ist ein scheißegal. Wenn wir den Scheiß hinter uns haben, Alter, dann war ich einfach wie so glücklich. Dann alles ist klar. Alles scheißegal. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Also ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Nest. Das hoffe ich auch. Ich sag noch mal allen, dass die checken sollen. Ja, gucken wir mal. Also wird schon lustig.
Ja. So. Ja, passiert sind noch ein paar Sachen. Es gab so Spielankündigungen. Also ich meine, dass die Leute nicht zur Gamescom kommen, das haben wir jetzt schon öfter gehabt. Ne? Activision Blizzard hat jetzt auch abgesagt. Alter, diese Gamescom-Geschichte, ne? Ich bin so unsicher, was alles angeht. Das wird irgendwie ganz seltsam. Also ich habe das Gefühl, das wird Gamescom nach 2 Jahren endlich mal wieder, aber es kommen keine Publisher. Also. Ja, und dann ist die Frage, was macht man da? Also für viele ist, glaube ich, Gamescom ja also auch so ein Treffpunkt einfach, weil also man kriegt ja immer wieder mit, dass Leute sich, die sich irgendwie aus Deutschland dann irgendwie aus dem Internet kennen oder sonst woher oder noch von früher oder so, die sagen dann, hey, lass doch irgendwie zur Gamescom treffen, weil in Köln ist ja dann auch noch ein bisschen was los und machen einfach so ein Meeting. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so ein Get-Together dann. Du triffst die Leute wieder. Aber normalerweise machst du mit denen dann ja was. Zum Beispiel Spiele ausprobieren, durch die Hallen schlendern. Durch die Hallen schlendern ein paar Sachen machen, aber wenn da keine Leute sind, die Sachen ausstellen, was macht man denn auf so einer Messe? Weiß ich dann auch nicht. Also vor allen Dingen so, was rechtfertigt dann irgendwie Samstag oder Sonntag für 30 Euro da anzubieten? Ja, also. Genau, die nehmen ja auch noch 30 Euro Eintritt so. Dann hast du ja noch nichts dafür. Naja. Also außer Eintritt. Ja, schade eigentlich, weil, also Gamescom, ich habe auch immer ganz gerne einen Tag gehabt, wo wir wenig zu tun haben, dass ich mir die Messe dann auch angeguckt habe, wo man dann einfach über die Messe geht und mal guckt, wer denn da welche Spiele ausstellt. Weil eigentlich, es geht ja auch immer noch um die Spiele, die da sind. Und, ja. Meiner Meinung nach auch. Mal gucken. Ja. Ein paar haben sich ja immer noch nicht geäußert. Aber geäußert haben die sich zu ihren Spielen, nämlich in sowohl am Summer Games Fest, als auch in der Xbox Bethesda Showcase und dem, das ist ja jetzt gewesen am Wochenende. Genau. Da hattest du beim Summer Games Fest, bist du ja erst bei unserem, wir haben auf beides live reacted. Und ja, genau. Da bist du ein bisschen später dazugestoßen. Ja. Und hast ein paar Sachen nicht gesehen und davon könnte dich wahrscheinlich am ehesten interessieren, wobei Aliens Dark Descent, du bist ein Alien-Fan. Aber Aliens Dark Descent ist ja dieses, das war so geil, das war so ein Trailer, der war voller Action, so ein Render-Trailer und da ging es richtig ab und die Aliens kamen und haben zermetzelt. Und da hast du so ganz kurz am Ende, ganz kurze 2 Sekunden Spielszenen gesehen. Mhm. Und dadurch hast du gesehen, okay, das ist ein Spiel, wo du mit 4 Leuten top-down, genau. Du steuerst 4 Leute top-down, ich weiß nicht, ob es Koop ist oder nicht, aber 4 Leute von oben top-down. Und dann gegen die Monster halt. Also entweder ist es so ein Koop-Ding oder, nee, warte mal, hier steht, führe deine Soldaten in Echtzeit. Also ich hätte gedacht, das könnte ja sonst so Rundenstrategie, so XCOM sein. Aber das ist es dann ja auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Also ich schätze mal, das wird so ein Koop-Ding sein. Finde ich echt schade, da ich bin jetzt kein Riesenfreund von diesen Top-Down-Shootern. Boah, mal sehen. Also ein paar Sachen habe ich mir auf die Wunschliste gepackt in den Tagen, aber... Sie haben einen Trailer zu Call of Duty Modern Warfare 2 gezeigt. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist so ein, oder was heißt ein Trailer? Sogar ein gar nicht so kurzer Gameplay-Ausschnitt von einer Singleplayer-Mission. Also richtig Gameplay, was ich natürlich generell immer geil finde. Und ich muss sagen, das sah gut aus, aber jetzt auch nicht auf irgendeine Weise krass. Also, als du dir das angeguckt hast, hast du dir gedacht, jo, das ist Modern Warfare. Also, die Modern Warfare-Kampagne hat mir auch Spaß gemacht, die fand ich auch cool und ich freue mich auch darauf. Aber ist jetzt nicht so, dass man davor saß, wie damals von einem Trailer zu Modern Warfare 2, als es ursprünglich rausgekommen ist, 2000. Ja gut, ich wollte gerade sagen, mittlerweile sind ja auch so zwischendrin mal 15 Teile erschienen, ne? Also ja. Da kommt es ja mehr aufs Feeling an bei dem Spiel, als um die, also die Optik irgendwie jetzt. Die Mission war ganz cool, das war nämlich eine Mission auf einem Tanker, macht Call of Duty ja auch ganz gerne. Und der Tanker, der hat sich dann so in den Wellen hin und her bewegt und dadurch haben sich die ganzen Boxen und Kisten und Container da drauf hin und her bewegt. Dadurch hat sich die Deckung, die du hast, natürlich verändert. Und dann bist du dann durch noch den hinteren Bereich gelaufen. Deckung? Ja. Warum denn Deckung bei Call of Duty so? Okay, Jay. Ja, okay. Ja, der schafft halt selbst in der Singleplayer-Kampagne zu kämpfen, meinst du? Na gut. Ja, nee, guter Punkt, Deckung, Schmeckung, aber ja, ich finde, das sah ganz cool aus, aber ich freue mich auch drauf, aber der Hype ist natürlich jetzt nicht so da wie bei
Bei früheren Call of Duties. Ja, wobei Modern Warfare, also die Modern Warfare-Reihe war ja immer eine gute eigentlich. Also 3 war ja auch okay, ne, wenn man mal guckt, was dann irgendwann danach so noch gekommen ist. Gerade bei so Trailern ist halt immer ganz schön, weil ich glaube, da sind sie dann aber auch endlich von weg, wenn du halt nicht irgendwie siehst, dass irgendwer da mit dem Jetpack durch die Gegend fliegt oder 3 Sprünge hintereinander macht und damit Vertical Gameplay wieder erhöht wird. Aber ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Sind zwar leider nicht da, vielleicht, wenn rauskommt, aber gibt ja vorher Beta. Dann habe ich eine Frage an dich. Die haben nämlich da ein Video, die Fortsetzung eines absoluten Videospiel-Klassikers angekündigt. Auch so haben sie es auch gesagt. So, jetzt kommt endlich der zweite Teil von einem absoluten Klassiker und so weiter und so fort. Und wir saßen davor und dachten, was kommt denn jetzt? Und dann kam Flashback 2. Und wir alle kannten Flashback nicht. Und du scheinbar auch nicht. Junge, wenn ich nach Flashback 2 google, dann wird mir hier ein Electronic Flashback, ein Delay für Gitarre oder so vorgeschlagen. Also selbst wenn man danach googelt, kriegst du halt Flashback 2. Ja, also Flashback 2 ist das Neue und Flashback ist dann dieser absolute Klassiker aus dem Jahre 1992. Nee, das ist so ein Side-Scroller-Action-Spiel. Ich hatte das vorher noch nie gesehen, noch nie gehört und da habe ich dann scheinbar einen Teil der Videospielhistorie verpasst. Ja, die habe ich auch verpasst. Also 92 muss man sagen, da war ich aber auch noch eher Super Nintendo, da hatte ich noch keinen PC. Ja, 92 da, ja. Da waren wir 3 und du warst 8. 8, ja. Also PC hatte ich erst so, ich glaube, 94 oder 95. Irgendwie sowas. Ja. Ja, schade. Es gab sehr viele Horrorspiele. Ne? Ja, in der Tat. Die waren dann für Dennis und mich natürlich jetzt nicht auf Anhieb mega interessant. Was ein interessanter, also was wirklich ein ganz cooler Teil sein könnte, wäre Routine. Routine ist ein Spiel, ich habe das nachher erst auf Reddit nachgelesen. Das ist wohl ein Spiel, das gehörte zu einer der ersten Steam Greenlight-Spiele oder sowas. Also das ist wohl vor unfassbaren Ewigkeiten schon mal angekündigt worden und wurde dann auch supported von der Community. Mhm. Und man hat da Jahre nichts wieder gehört. Deswegen war das wohl auch eine ziemliche Überraschung, dass Routine da aufgetaucht ist aus dem Nichts. Und hat sehr viele Leute sehr gefreut. Aber war halt ein fucking Horror-Game. Ich hatte Schiss. Okay. Also was mich sehr gefreut hat, war wieder mal was von System Shock zu sehen, weil System Shock 2 ist halt auch urlange her, irgendwann Ende der 90er oder so oder 2000. War aber richtig geil. So auch vom Gameplay, so ein bisschen Ego-Sicht. Du hattest aber auch Charakterwerte schon, irgendwie wie, weiß ich nicht, hacken oder eine Schlösser knacken oder so ein Quack. War aber auch gruselig und deswegen, das ist schon lange angekündigt, freue mich auf System Shock. Aber das könnte ein bisschen zu krass sein. Weil die waren schon echt übel, diese. Du hast System Shock 2, das ist ja auch ein absoluter Klassiker. Den hast du damals geliebt, oder was? Ja, das fand ich richtig cool. Also eins habe ich damals nicht gespielt, das ging so an mir vorbei, aber zwei habe ich gespielt. War das nicht. Ist das einer der krassesten Videospiel-Plot-Twists, die da drin sind? Oder war das gar nicht so? Ja. Also ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann, oder ist einfach Shodan oder wie der heißt, einfach einer der besten Videospiel-Bösewichte. In irgendeiner Top-Liste taucht System Shock immer wieder auf. Ja, ich glaube, dafür war damals einfach. Der tauchte halt auf, aber ist halt die Frage, wie viel kennen das überhaupt besser? Also, ich glaube, der krasseste, weiß ich nicht. Vielleicht jetzt wieder. Ja, aber das wurde auch von Rowan Spector da angekündigt, beziehungsweise der Trailer wurde von Rowan Spector, glaube ich, angekündigt, oder? War das auch bei der PC-Gaming-Show? Das weiß ich gar nicht mehr. Das hat sich irgendwann bei mir alles so vermischt, ob das hier, also entweder bei Microsoft oder bei PC-Gaming, eins von beiden. Müsste PC-Gaming gewesen sein. Ich habe ein bisschen mehr zu Saints Row auch gesehen. Da warst du da schon da? Nee. Das weiß war beim Summer Games Fest, aber da haben sie vor allen Dingen gezeigt, wie krass man customizen kann. Also da gibt es wohl diese Boss Factory, die jetzt auch schon veröffentlicht wurde,
die man sich runterladen kann. Und dann kannst du dir schon mal deinen Saints Row Character machen. Geil. War jetzt, ja, genau. Aber das große Ende beim Summer Games Fest war ja die Ankündigung vom Remake von Last of Us 1. Ja. Was auch noch leider vorher geleakt wurde. Hab mich ja eh drauf gefreut, weil ich fand schon, dass die Videos, die sie da gezeigt haben, klar zeigen, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, wie Last of Us 1 jetzt aussieht und wie Last of Us 1 dann aussehen wird. Aber ich habe noch mal ein GIF auf Reddit. Weil du ja auch das Remaster noch dazwischen hast, ne? Ja, stimmt, das Remaster ist noch dazwischen. Aber das Remastered hat ja im Endeffekt die Grafik, die schon da war, nochmal so, als wenn du auf einem PC die Grafik von niedrig auf hoch stellst. Ja, ja, ja. Sag ich jetzt mal. Das ist ja kein Remake. Genau. Und jetzt machen sie alles ja komplett neu. Und das ändert schon sehr viel. Das ist sehr schwierig für mich zu beschreiben. Ich habe Christian gerade ein GIF gepostet, wo ich ihn einfach bitten würde, sich das anzuschauen, weil man sieht da drin Tess von The Last of Us 1. Tess war eine Nebenfigur, also die ist am Anfang vor allen Dingen sehr, 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 sehr wichtig. Warte mal. Als Gegenpart zu Joel. Und es ist interessant zu sehen. Wahnsinn. Also ich finde, der Unterschied ist insane. Sorry an alle Handynutzer, beziehungsweise wenn ihr gerade im Dunkelmodus seid, das Bild ist komplett weiß, aber die sieht viel älter aus. Das ist aber auch Sinn der Sache, weil die sollte so alt sein wie Joel. Achso, okay. Also ich dachte am Anfang, also das erste Mal, als ich den GIF gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Vergleichsbild von Spiel und Serie. Aber nee, das ist das Spiel. Es sieht halt, meiner Meinung nach, sieht das wirklich so aus, als würde sich dieses Remake lohnen. Und ich glaube, die machen es auch deswegen, weil ja demnächst die Serie dann auch kommt. Ja. Die HBO, The Last of Us Serie, da haben sie auch ein bisschen gesprochen drüber, die auch sehr, 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 sehr eine der teuersten HBO-Serien sein soll. Und gucken wir mal. Was ja, also klar, die Marke wird ja dann wieder, weiß ich gar nicht, wie man das sagt, aber da du versuchst ja dann möglichst viel Spot auf die Marke zu legen. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, ich kaufe mir das nicht zum dritten Mal. Aber verständlicherweise, ich glaube ich schon. Ja, wobei, bei GTA habe ich das auch gesagt. Aber hast du es ein drittes Mal geholt? Ne, ich habe GTA, haben wir für die Playstation, dann für den PC und für die PS4. Ich meine, ich hab was auch. Musste man es für die PS4 noch machen? Wieso halt? Aber wir haben es doch nicht für die PS4 gekauft, wenn wir es schon am PC dann hatten. Sicher. Aber also PC kam doch danach, oder? Nee, PC kam nicht nach PS4. Hm. Na gut. Ich meine, ich hätte es dreimal. Egal. Das meiste, was ich eher habe, ist Final Fantasy 10, da habe ich 5 Mal. Oder kam PC doch nach PS4? Vielleicht vertue ich mich. Vielleicht hast du recht. Ja, weiß ich nicht. Okay, dann wird es ja auch Sinn ergeben, dass wir es dreimal haben. Weil dann haben wir es wahrscheinlich mit Sicherheit auch PS4. Monate, ja, okay. Christian hatte recht, sorry. Aber egal. Also ist ja halt ein gutes Spiel. Und für die Leute, die halt irgendwie immer noch nicht in den Genuss gekommen sind, das zu spielen, weiß nicht, ob die das zwar noch machen, aber wenn sie es vorhaben, sollten sie es tun. Ja. So. Oh, ich sehe gerade, dass wir schon voll fortgeschritten haben. Wir sollten mal auf Bethesda und so besprechen wir nächstes Mal. Das ist, wir drücken ein bisschen auf die Tube, deswegen hauen wir noch eine Frage rein. Oh, die ist vielleicht wichtig. Ich habe mal eine Frage von Yannick. Wird es dieses Jahr eine Mac in Erfurt vor Ort stattfinden? Geben. Egal. Und wenn ja, seid ihr dabei. In dem Podcast Nummer 335 hattet ihr zum Beispiel gesagt, dass ihr wahrscheinlich nicht auf der Gamescom sein werdet. Und darum würde mich interessieren, wie das mit der Mac aussieht. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie da der aktuelle öffentliche Informationsstand ist, aber ich habe doch schon öffentlich was gesehen, oder? Ja, meine ich nämlich auch. Also
Es ist so, dass wir aus Erfurt rausgehen. Ja. Wir werden nicht nochmal die Messe in Erfurt machen. Die Mac. Wir sind da nicht so hundertprozentig drin, aber scheinbar ist es so, dass der Begriff für diese Messe, Mac, bei Erfurt bleibt. Ja, da gab es irgendwelche Probleme. Da gab es irgendwelche Probleme, da bin ich aber jetzt nicht im Bilde und weiß auch nicht so. Wir werden aber mit dem, was die Mac war, nach Hamburg wechseln. Und dadurch, dass der Name quasi nicht mehr existent ist für uns, musste das auch dann anders heißen. Genau. Und die Mac von vor Corona ist die Polaris von nach Corona. Ich finde das auf der einen Seite ein bisschen, also da gibt es auch, ach, by the way. Also bei die Hamburg Messe hat auf jeden Fall geschrieben, unter dem Codenamen Polaris planen die Hamburg Messe und Congress das RCADIA. Wow. Sowie Supercrowd, gemeinsam ein gewaltiges Community-Universum im Lore auf die Beine zu stellen. Geplant ist die große Games Convention für den 28. bis 30. Oktober 2022 und soll unter anderem E-Sports, Games, Cosplay, aber auch Artists, Creator und japanische Popkultur abdecken. Genau. Und das ist im Endeffekt das, was die Mac mal war. Da könnt ihr euch mal drüber informieren. Googelt mal nach Polaris Messe. Die ist, genau, hast du ja gerade vorgelesen, wann die ist. Und 28. bis 30. Genau, es tut mir ein bisschen leid, weil die neuen Bundesländer haben ja nicht so viel solche Events. Mhm. Und ich mochte das eigentlich ganz gerne, dass wir da waren. Aber es hat sich leider nicht nochmal ergeben. Deswegen, Hamburg ist natürlich auch geil. Ich freue mich auch nach Hamburg zu gehen auf jeden Fall. Aber es ist natürlich trotzdem ein Verlust, weil Erfurt war schon cool. Ach, guck mal da, zugesagt haben bereits marktführende Influencer, YouTuber und Streamer darunter Beatsme, Dr. Freud, Fischkopf, Farbenfuchs, EOS, Andi, Nino, Taku, Moll, Cosplay und viele weitere. Laut Gameswirtschaft. Guck mal. Danke dafür. Jo. Scheinbar haben wir zugesagt. Ja. Also, Yannick, ich hoffe, dir ist geholfen. Also leider nicht in Mac, die Mac in Erfurt. Keine Ahnung, ob die stattfindet, aber das ist nicht das, was die Mac war. Dementsprechend sind wir nicht da, sondern in Hamburg. Vielleicht. Das wissen wir auch noch nicht. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Zuhörern einen wunderschönen Tag zu wünschen. Eigentlich egal, wann ihr hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit mehr Leuten und geilem Kram. Dann sprechen wir vielleicht auch ein bisschen mehr über die Games, die noch so angekündigt worden sind. Ja, macht's gut. Ja. Vielen Dank, bis dann, ciao. Tschüss.